Und damit willkommen zurück zu Borderlands 2. Mit Kevin im Reborn. Guten Tag. So, liefere Energie kann ab. Jo, machen wir. Hallo. Gibt's dir richtig hart, ne? Bitte schön. Du bist der, von dem Commander Roland gesprochen hat. Derjenige, der Jack begegnet ist und überlebt hat. Wir brauchen deine Hilfe, aber eins nach dem anderen. Schließ den Energiekern an den Schildgenerator an. Lustig, ich kann ihn zensieren. Ich kann seine Augen zensieren mit meiner Waffe. Oh lol. Das sieht aus wie ein schwarzer Balken jetzt. Schön. Oh lol. Oh lol. Irgendwas ist anders. Wieso? Weil ich habe eigentlich trotz des neuen PCs ja eigentlich 40-50 FPS. Jetzt bin ich bei konstant 60. Wahrscheinlich, weil hier nicht so viel geladen wird. Also das kleine Gebiet ist. Ist ja ganz Sanctuary. Ja, aber Sanctuary ist nicht so kann groß er, wie oder das kann draußen. Am Reborn sein, dass der Reborn irgendwie mittlerweile Bonus-Dings gibt da. Gute Frage. Willkommen Sanctuary, finde jetzt Roland. Danke. Wir können zur Waffe auswählen. Ah. Gut, das sollte ein oder zwei Tage halten. Roland sollte uns Infos bringen, wie man Jack aufhält. Da er verschwunden ist, brauchen wir deine Hilfe. Sprich mit Private Chester beim Tor, er wird dich in die Stadt lassen. Okay. Chester! Oh, hallo. What the hell? Kurz leck. Ich werde das Tor für sie öffnen. Ja, mach mal. Mach auf den Kack. Ja, da brauchen wir 50 Jahre. Jedes Mal. Commander Roland ist von seiner Aufklärungsmission nicht zurückgekehrt. Ja. Für diesen Fall genaue Anweisungen hinterlassen und du kannst uns helfen. Triff dich mit dem Mechaniker der Stadt. Jo, machen wir. Scheiße, ich meine. Warte. Hier unten. Roland braucht deine Hilfe. Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Finde bitte heraus, wo Roland ist. Sanctuary. Er baut auf den Ruinen des besten interplanetaren Bergbauschiffs der Dahl Corporation. Jetzt letzte Zuflucht für Diebe, Mörder und Ausgestoßene. Willkommen daheim. Dankeschön. Hallo? Ich war nicht. Da festgehangen. Ich, ganz ehrlich, ich hab den in Borderlands 3 vermisst. Du bist von Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um ihn zu holen. Falls du mal fährt doch nichts über ihn. Du wissen? Nö, oder? Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackbass! Stimmt, ist irgendwo ein Echo, was wir damals übersehen haben. Ja, mit Sicherheit, aber... Moment! Also bisher habe ich auch noch keins gefunden. Nach unten an einen Telefonmast, überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Ants. Du aber bist ein Hyperion-Roboter. Du bist ein Kammerjäger. Das ist sowas wie ein Einhorn. Wir sind Einhörner, juhu! Das Horn eines Einhorns heißt übrigens Einhornhorn. Das ist so bescheuert. Alter! Hilfst du uns bei der Sache mit Roland? Ich habe gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte. Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. B, ich habe hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Weißt du, dass wir gleich jede Menge Kisten öffnen können, ne? 16 Stück insgesamt. Mhm. Schön, dass dein Charakter in diesem Gaudis Augenblick gemacht hat. Lol. Okay. Hallo, Kevin. Gehen wir ins Stadtzentrum. Sich wieder aus Versehen gemutet? Nee, ich hab mich gemutet und vergessen zu unmuten. Ach, und weißt du, was witzig ist, was ich in Borderlands 3 gefunden habe? Moment, der redet noch. Er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Ja, den ganzen Wagen. Einfach so, mit einer Gabel. Okay, was hast du gefunden? Es gibt, glaube ich, durch das DLC kriegst du ein Schild in deine E-Mail gepfeffert, das dir bis Level 10 Experience und Beuteboost gibt. Ja, nice. Liefert ihn einfach an mich aus, dann werdet ihr belohnt. Nicht so wie hier das permanente Artefakt. Keine Sorge, niemand wird dich ausliefern. Aber die Bonus sind größer, glaube ich, 10% oder so.
Nice. Was heute angeht. So, was verkaufen, ey. Mein Inventar ist so zugeschissen. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Drei Worte, mein Freund. Kein Geld. So, bevor wir das machen. Wow, Alter. Ey. Geht ab. Untertan, wo warst du? Ich wollte dir die Abkürzung auf meinem Zelt. Na, fuck. Außerdem muss ich sagen, dass mir ein beachtlicher Mangel an Willkommen zurück Claptrap-Plakaten aufgefallen ist. Ja, der steckt da drin fest, das ist geil. Ach, schade. Ich hab nichts. Ja, du wirst langsam zum Hasen. Zum Hasen? Ja, der hatte die Ohren halt. Lol. Langen Löffel. Lol. So, okay, dann machen wir jetzt mal die Quest. Sollen wir hier vorne was einschleusen? Bitteschön. Sagte, wir brauchen einen Notfallplan, falls er verschwinden sollte. Deshalb all die Treibstoffzellen und so. Ist echt eine Schande. Er wollte dich wirklich kennenlernen. Ohne frisches Blut werden die Raiders nicht überleben. Warte, noch nicht. Und wenn man sieht, wie du diese Banditen erledigt hast, würde ich sagen, dass Blut genau dein Ding ist. Liegt dir quasi im Blut? Blut. Ich mag's gut einfach. Kauf irgendwas, dann kriegst du diese Dreckstreibstoffzelle gratis dazu. Allein beim Anfassen sind mir zwei Finger weggefault. Und ich akzeptiere nur Iridium. Cash ist was für Clowns. Nehmen's uns schwer ab. Erstmal Shotgun-Munition. Was willst denn du? Dann die Wir Munition. Haben uns nie gesehen. Dann noch Assault und Pistol. Erstmal. Das müsste echt hier so ein richtiger geboosteter Pimp sein, Alter. So viel Iridium, wie der einnimmt. Oh ja. So, dann nehmen wir noch Nebenquests an. Roland braucht deine Hilfe. Diese Nachricht geht an alle Crimson Raiders in der Gegend. Vier als Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Okay. Kammerjäger, wie schön, dich wiederzusehen. Dank der gründlichen Niederlage, die du Captain Flint beigebracht hast, konnte ich das Southern Shelf verlassen und mich wieder der Arbeit an meinem Almanach widmen. Würdest du mir dabei helfen? Na klar, warum nicht? Tag, hast du das Gefühl, du hast zu viele Kugeln... Bullimon klingt irgendwie dämlich. Hammerlock braucht dich, damit du ihm hilfst, einen cooleren Namen zu finden. Bullimon, stumpfsinniger Name, nicht wahr? Ich hätte gern einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht. Such ein paar Bullimon-Knochenhaufen, ja? Ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. Ah. Das war so klar. Ja, schon wieder ein Skin. Kann man verkaufen. Sechsmal gedreht. So, dann auf zu Markus. Markus. Ja. Mit S am Ende. Ganz viel. Hallo. Kriege ich bitte mein Geld zurück? Diese Waffe funktioniert nicht. Kein Problem. Wieso? Geht doch. Warum? Kein Geld zurück, ja. Ich fand's gut, ey. Warte. Hast du, in der Cutscene hat er gesagt, ja, kein Problem. Unten im Text stand, warum nicht? Weiß nicht, stand da. Achso, weiß nicht. Ja. Weißt du, was besser ist, als jemand mit Projektilen umzulegen? Ihn mit Projektilen umzulegen, die brennen. Hey, Kammerjäger! Wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen. Findest du nicht? Jo. Ich habe gerade eine Kiste mit brandneuen Maliwan Elementarwaffen reinbekommen. Sollen wir sie gemeinsam ausprobieren? Klar, warum nicht? Wir sehen uns also auf dem Schießstand. Flammenwaffen sind extrem effektiv gegen Fleisch, aber gegen Schilde taugen sie nichts. Zur Hölle mit euch, Banditen! Jetzt grill das Imperialistenschwein wie ein Skag-Steak. Okay. Feuer und Fleisch, üble Kombination. Das brennt. Die nächste Aufgabe würde ich treffen wie ein Schock. Kapiert? Ein echter Schock, wie ein Elektroschock. Soll ein Wortspiel sein. Schockierend. Dieser Hyperion-Faschist fühlt sich wohl sicher, weil er denkt, sein Schild schützt ihn. Falsch gedacht.
Er kriegt jetzt ein schockierendes Erlebnis. Bis Jack diesen Ort in Schutt und Asche legt, ihr dreckigen Widerständler! Schock, schwere Not. Nimm das, Jack-Fan. Ein paar satte Treffer mit einer Schockwaffe machen einen Schild schneller platt, als du den Kauf bereuen kannst. Man, mein Headset sitzt irgendwie richtig. Ja, man hört sie die ganze Zeit. Wie schockierend. Ich liebe diese Wortspiele hier. Und jetzt Korrosionswaffen. Was noch? Panzerung. Gepanzerte Ziele wie diese verdammten Hyperion-Roboter halten ziemlich viel aus. Es sei denn, du hast eine Korrosionswaffe. Waffen dürfen nur von Hyperion-Vertretern verkauft werden. Alle Nicht-Hyperion-Waffenhändler werden nach Jackville zwangsumgesiedelt. No. Siehst du, wie die Säure sich durch die Panzerung dieses Schnorrers frisst? Ich muss gestehen, ich liebe Korrosionswaffen. Auch schön, dass du eine andere Waffe hast als ich die ganze Zeit, ne? Diese neuen Slack-Waffen. Mein hat nicht so einen Aufsatz oben drauf. Die mit dem Sternchen. Korrosionswaffen scheinen zu funktionieren. Ja. So, jetzt zu lernen, wie Slack funktioniert. Und jetzt probier mal eine von den Slack-Waffen aus. Slack ist schon wieder etwas anders. Komplizierter. Das ist lustig. Wenn du einen Feind slackst, verstärkt das alle Nicht-Slag-Schäden um einiges. Los, slagge diesen Trottel. Wer sagt jetzt noch nichts? Tja, jetzt wo er geslaggt ist, sollte er ziemlich leicht zu erledigen sein. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Super, die Waffen funktionieren und du bist bereit für Handsome Jack. Jetzt ist Anarchie. Lass uns jetzt über die Bezahlung reden. Die gute Nachricht, die Elementarwaffen funktionieren. Die schlechte Nachricht, Markus moralischer Kompass nicht. Elementarwaffen wie diese kannst du jederzeit bei dem netten Waffenhändler deines Vertrauens um die Ecke kaufen. Also bei ihm. Wo sonst? Du kannst stets auf die Waffe. So, damit haben wir noch eine Quest komplett erledigt, ne? Und falls es jemand interessiert, hier hinten ist so ein Kammerzeichen. Aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Außer man will 100% machen, aber... Nee, das machen wir definitiv nicht, ne, Kevin? Bist du immer noch gemutet? Aus Versehen, ja. Das Ding ist, dadurch, dass du das ins, wie heißt, bei Claptrap genommen hast, das Zeichen, das habe ich nicht aktiviert. Ich habe bei Claptrap nicht aktiviert. Ach so. Doch, das Zeichen. Ach, naja. Das, deswegen hast du einen Badass Rang höher als ich. Achso, ja, gut. Oder auf welchem Rang bist du jetzt? Keine Ahnung. Bin bei 91. What? Ich bin bei 40. Lol. Weißt du was? Wir gehen zu Rolands Haus. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Lass mal 5 Tokens ein. Ich hatte 9. Nachladegeschwindigkeit. Plus Waffenschaden. So. Lalalalalala. Komm rein. Roland hat eine Nachricht für dich dagelassen. Weil du so schnell wieder abdrücken kannst, na. Increased Damage. Also, okay, mit diesen Waffen kann man sich eine Waffenresistenz, also eine Schadensresistenz haben, wenn man die einfach ausgerüstet hat. Okay. Also man muss. Ah, nee, du musst ja aktiv. Ja, ja. Deswegen er sagt ja ausgerüstet, nicht nur, ne? Immer eine Freude. So, hi. Bist du bereit, Hyperion in den Arsch zu treten? Nee. Ein Schlüssel, mit dem die Archive von Sanctuary geöffnet werden können, wo Roland seine Kommandozentrale eingerichtet hat. Könntest du bitte nicht schießen, während ich rede? Dankeschön. Achso, naja. Weil ich weiß nicht, wie. Obwohl, schieß mal bitte die ganze Zeit. Kurz. Ja, während ich wie rede. Lalalalala. Jetzt hör mal kurz auf. Ist in Ordnung. So, hi. Jetzt, wo du es in Rolands Hauptquartier geschafft hast, solltest du nach Hinweisen suchen, die etwas über seinen Aufenthaltsort verraten. Oh, erhöht die Anzahl der Schusswaffen, die du ausrüsten kannst. Hey Soldat, wenn du dies hörst, stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt, Scheiße, dem ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Dies ist jetzt dein Zuhause. Viel Glück. Ja, danke schön.
Das ist jetzt mein Zuhause. Los, Tennis, raus hier. Ich will kein Tischtennis spielen. Ein Echo-Rekorder. Vielleicht enthält er Informationen im Aufenthalt von Roland. Ja. Hier spricht der Firehawk. Komm zum Frostburn Canyon oder Leute werden sterben. Der Firehawk? Du meinst diesen massenmordenden Kopfgeldjäger? Oh, Kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße. Ja! Zum Frostburn Canyon und seinen Arsch geheilt werden? Wenn der Firehawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Okay. Hallo, Klapp-Klapp. Hey, ich habe eine Aufgabe von... Wenn du willens bist, hier ein paar hundert Ärsche für ihn aufzureißen, hat Klapp-Klapp eine Überraschung für dich. Untertan, zu mir! Dein Meister befiehlt okay. dir! Ach, weißt du noch die eine Aufgabe mit Klapp-Klapp, die du nie machen konntest? Ja, die verbuggt war. Nicht verbuggt, weil der PC zu scheiße war wegen den FPS. Du hast mir geholfen, Sanctuary zu erreichen. Naja, verbuggt war. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ich habe ein Geheimversteck weit, weit von meinem momentanen Aufenthaltsort. Um es zu finden, wirst du eine Reihe fieser Aufgaben bewältigen müssen. Erstens, sammle ein paar braune Steine für mich. Okay. Dann besiege einen Badass-Gag. Danach musst du den verlorenen Stab von Mount Shooter klauen. Dann wirst du mir den Kopf des Zerstörers der Welten abliefern, um danach zu meinem Vergnügen zu tanzen. Okay, kein Problem. Mach ich gerne. Sind eine Menge XP, hoffentlich. Okay. Gefunden. Oh, sieht so aus, als wäre die Tarnung meines supergeheimen Geheimverstecks gerade aufgeflogen, sodass es jetzt enttarnt ist. Na dann, Glückwunsch! Du hast dir meine sorgfältig geplanten Aufgaben erspart. Jetzt kannst du das Versteck durchsuchen. Ja, dankeschön. Klepters Stümperei hat den Zugang zu seinem Geheimversteck verschafft. Wesentlich früher als erwartet. Obwohl du mir nicht gebracht hast, was ich wollte, habe ich beschlossen, dir mein Versteck zur Verfügung zu stellen, um meinen Untertanen Waffen zukommen zu lassen. Speziell die, die du benutzt. Verstehst du? Das ist zum Twinken von Items zwischen deinen Charakteren. Ich hab noch mehrere Charaktere, was? Hast du dir verdient? Das gibt mir Flosse. Ups. Mann, man muss doch V drücken in seiner Nähe. Los. Und nicht ab, Klapp-Klapp. Und nicht ab. Ja, ist gut. Okay, es passiert nicht. Ich kann's nicht. Ach ja, hören wir uns mal hier. Das ist ein schlechtes Zeichen. Und nun zur neuesten Ausgabe von Achtung Eilmeldung mit Hunter Hellquist. Sag an. Hier spricht Hunter Hellquist von Hyperion Truth Broadcasting mit einer Nachricht an die Kammerjäger in Sanctuary. Danke. Euer fortwährender Widerstand gegen Hyperion hat euren eigenen Untergang besiegelt. Während Hyperion auf ein besseres Morgen zusteuert, bleibt ihr freiwillig in der Vergangenheit, in der Dunkelheit. Es ist euer eigener Starrsinn, der euch den Tod beschert und uns allen eine bessere Zukunft. Ja, tut mir leid, Klopp-Klopp. So, hallo. Ich verhungere, ich will eure Babys fressen. Tja, das piekst jetzt ein bisschen. Tod durch Robots! Nein, falsche Taste. Dass ich noch nie zurückrufen kann. Ich hätte da was. Zed braucht 20 Milliliter Badass-Trigkeit sofort. Hey, Rolands Jungs haben diesen Hyperion-Drecksack erwischt, wie er sich in die Stadt schleichen wollte. Es hat wohl seine Lunge getroffen. Der Knabe braucht dringend eine Operation. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Okay. Also, nimm einen kleinen Einschnitt direkt unter dem Brustbein vor, aber sei vorsichtig. Nicht, dass du die Herzarterie erwischt. Oh, ich hab was anderes getroffen. Ein Stück Iridium? Verdammt! Wie oft soll ich es euch Idioten noch sagen? Man kriegt keine Slack-Kräfte, wenn man dieses Zeug schluckt. Dieses Bruchstück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert, es ist noch nicht veredelt.
Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen. Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen. Wenn sie sich wegen ihres tollen, echten Doktortitels nicht mal wieder zu fein dazu ist. Und wenn du Arbeit suchst, melde dich bei mir. Ich hab welche. Ist okay. Wie ich schon sagte, Roland, jetzt, wo Jack den Kammerschlüssel hat, wird er die Kammer bald öffnen. Außerdem brauche ich einen neuen Ventilator. Das Labor stinkt nach Speck. Und Speck ist nur was für Schleimer und Inzuchtbrot. Ey. Alter. Gott sei mein Zeuge. Eines Tages finde ich eine brauchbare Milz. Okay. Was geht ab? Nach Stunden wissenschaftlicher Ergüsse, die du dir nur in deinen Träumen oder meinem Bett, das Angebot steht, ausmalen könntest, bin ich der Meinung, dass Jack, Kammerschlüssel und Iridium auf einer tieferen Ebene miteinander verbunden sind. Du hast ein Iridium-Bruchstück gefunden. Vielleicht kann Patricia Tennis, eine verhaltensgestörte Archäologin, mit diesem Objekt etwas anfangen. Auch wieder, wenn du verarztet werden musst. Solange du keine Angst vor ein bisschen Tetanus hast. Nein. Esse ich zum Frühstück. Hier wieder zu eng, einfach nichts gesagt hat. Okay. Was mich jetzt gerade extrem verwundert hat. So, vielleicht nehme ich die statt jetzt erstmal. Alter, 89 Munition. Holy shit, ey. Im Magazin. Ich habe 67. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass ich beides habe. Okay. Du brauchst Kohle und ich brauch Dinge, über die ich nicht reden will. Reden wir. Was macht ein Loch wie eine Kugel, ist aber keine Kugel? Weißt du, was ein Kugeleinschussloch hinterlässt, ohne dass eine Kugel im Spiel wäre? Also ich nicht. Aus Three Horns kriege ich merkwürdige Wunden zu Gesicht. Du musst dahin und rausfinden, was für eine Waffe die verursacht. Sie gehört einem alten Rivalen von mir, Doc Mercy. Lass dich nicht von dem Namen täuschen. Im Gegensatz zu mir verursacht er lieber Wunden, statt sie zu flicken. Im Gegensatz zu mir hat er auch eine Approbation. Ich habe eine Autoshotgun. Nice. Ich auch schon die ganze Zeit. Aber die wäre, glaube ich, nichts für dich. Wieso? Zwei Schuss. Kommuni. Was? Zwei Schuss pro Mini, was? Ja, die braucht zwei Munition pro Schuss. Achso. Ach, wollen wir schon weiter? Ja, können wir ja. Sind wir hier fertig? Ah, gut, dann heben wir uns die Kisten auf. Stimmt, die Kisten können wir noch. Ja, hast recht. Und da ist auch der Teleporter. Ja, gut, ist in Ordnung. Ich in Ordnung, Madame. Du warst ein bisschen schneller als ich. Meine Männer haben eure Banditenersche aus New Haven gekickt und deine kleine Freundin Lilith getötet. Dämmert's. Egal. Wie ich höre, bist du und der Rest deiner kleinen Kumpels nach Sanctuary umgezogen. Wollte dir nur gratulieren. Du hast euer Ableben um ein paar Monate hinausgezögert. Ich werde so damit beschäftigt sein, Iridium abzubauen, um diesen Kammerschlüssel aufzuladen, den ich von eurer Freundin Tennis gestohlen habe, dass ihr für eine Weile niedrige Priorität habt. Also, ciao. 5, 6, 7, nimm mal auf. Und 8. Auch nochmal. So, schmeiß die mal hier draußen hin. Wäre vielleicht das Effektivste und dann können wir da immer noch dann sagen, jo, ich will die und die und die und die, ne? Ja. Mach du auch, ne? So, zählt's mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr schön. Na dann. So. Die Artefakte wollen dann rausschmeißen, oder? Ich glaube, die wir unsere. Will eh keiner haben. Ne. Oh. Ich will auf jeden Fall Waffen haben, die ja dem keine, Dingsbums, Nicht-Elementar. Genau.
Oh, das ist eine nette Shotgun. Noch irgendwo eine Sniper ohne. Ja, ich. Nee. War das doch, glaube ich, eine Sniper gefunden ohne Elementar, ne? Oder war das. Ja, das war. Hier, hab's ja. Das war das. Sehr schön. So, aber kein Class-Mod für mich, aber es gibt einen Class-Mod für dich. Nee, das ist Gunsucker und. Nee, Psycho, nee. Nee. Gibt's leider nicht. So. Ja. Ich sammle jetzt mal Waffen auf, die ich dann die weiter verkaufen kann, ne? Ja. Ich wäre nicht auf diesem blöden Planeten, wenn ich diesen Kopf nicht erschossen hätte. Und seine Frau. Mann, das ist noch ein bisschen Geld und so. Wenn Hyperion die Stadt einnimmt, bin ich der Erste, der erschossen wird. Waffen, wundervolle Waffen! Ich kaufe immer Waffen an, die du nicht mehr brauchst. So, sehr schön. Noch ein bisschen verkaufen. Kauf schon endlich eine Waffe. Das war nicht so schön. Oh, das ist immer eine Freude, so dein Geld anzunehmen. Schlechte Zeiten. Oh, ich bin jetzt Battles Rang 252, ne? Was für? 252. Ich bin 112. Als wir angefangen hatten, war mal 91, das war ich 91. Ich ja. Hab schon wieder 9 Token. Ich hab 6. Ach, Nachladegeschwindigkeit. Schuss auf den Schaden. Nachladegeschwindigkeit. Schuss auf den Treffsicherheit. Feuerrad auch, sehr schön. Wird kalt. Ich habe jetzt ein Schild von 169 und 175 Leben. Sehr schön. Macht doch Krach ohne Ende. Alles klar. So, dann teleportieren. Wie viel HP hast du? Ich habe 169 und 175. 161, 175. Oh. So, auf nach Three Horns Divide.